Ciao, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Ich wollte euch fragen, wie gut läuft CS2 bei euch? Also zwecks Lex und so weiter. Hey. Na? Wie geht's? Gut. Und dir? Auch gut. Gerade auf Twitch kommen oft Leute auf mich zu und fragen, hey, wie gut läuft Counter-Strike bei dir? Bei mir zuckelt es irgendwie rum. Ich habe hier und dort mal Lex und schade, dass es so ist. Ich hoffe, es wird noch gepatcht. Oft ist es aber so, dass diese Leute in den Einstellungen meistens nicht wirklich was angepasst oder verändert oder überhaupt ausprobiert haben, sondern einfach durchs Spiel starten, ihre üblichen Einstellungen eben nun mal haben, reingehen und sich dann wundern, dass es irgendwie rumzuckelt. Ich habe es zwar genauso gemacht, also habe mir CS2 runtergeladen, bin einfach rein und habe gespielt, ohne hier irgendwas zu verändern. Das ist einfach so voreingestellt gewesen. Aber ich wusste eben auch, dass mein System mit hoher Wahrscheinlichkeit eben alles schafft, was ich hier einstelle. Ich könnte locker auch mehr einstellen, aber habe es eben bis jetzt noch nicht gemacht. Never change running system und so weiter. Worauf es mir hierbei aber ankommt, ist, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, und das ist eigentlich naheliegend, aber manchen scheint es nicht in den Kopf zu gehen, erstmal alles richtig schön runterzustellen, um dann zu gucken, ob es auf der Maschine läuft. Und wenn es dann, wenn alles runtergestellt ist, nicht richtig läuft, man auch möglicherweise noch die Resolution runterstellt, also nicht auf 2K, sondern eben nur auf Full HD spielt oder sogar nur 720p testweise, wenn es dann immer noch rumzuckelt, dann sollte man möglicherweise überlegen, ob man in Richtung neue Hardware geht oder sich eben beschwert, wie schlecht das Spiel läuft. Wir hatten jetzt schon mindestens 2-3 Leute, die in die Streams kamen und auf die Frage, ob sie hier irgendwie was angepasst haben, einfach mit Nein geantwortet haben und dann sich dann wundern, dass es halt rumzuckelt. Ich von meiner Seite aus bin sehr zufrieden. CS2 läuft bei mir perfekt. Es läuft sogar besser als in der Beta. Einige aus meiner Community haben auch geschrieben oder halt eben schon gesagt, dass es bei ihnen mittlerweile jetzt besser läuft und sie froh sind, dass es endlich nicht mehr so rumzuckelt wie zu der Beta-Phase. Bei anderen war es in der Beta-Phase besser als jetzt. Grundsätzlich kann ich nur jedem empfehlen, ihr müsst genau schauen, was ihr für ein System habt und dann könnt ihr gucken, ob es im Internet irgendwelche Guides speziell zu eurem System gibt, beziehungsweise zu einem System, das ähnlich aufgebaut ist wie euers. Und ich kann euch jetzt schon sagen, da wird wahrscheinlich alles am Start sein, was ihr eben braucht. Ihr müsst euch halt dann nur ein bisschen Zeit nehmen und euch einlesen, beziehungsweise einschauen, einhören, wie auch immer, und dann eben alles so auf euer System angepasst einstellen. Wer, wie gesagt, einfach ins Spiel reingeht und sich dann wundert oder sogar beschwert, dass das Spiel nicht läuft, ohne überhaupt nachgeschaut zu haben, woran es liegen könnte, sollte eben meiner Meinung nach ein bisschen, ja, langsam machen, halblang, und erstmal schauen, warum geht das denn nicht? Solche Spiele wie CS2 werden natürlich auf ganz, ganz, ganz vielen Systemen getestet im Vorfeld, aber alles kann man eben einfach nicht abdecken. Also schaut erstmal, was bei euch verbaut ist im System. GPU, CPU, ganz, ganz wichtig, damit ihr da in die Richtung gucken könnt. Und wenn ihr feststellt, dass ihr wirklich sehr, sehr alte Komponenten habt, dann würde ich direkt in die Richtung gehen. Also suchmäßig, Extreme Low Settings für CS2, so irgendwie. Ich weiß, es klingt extrem naheliegend, aber es gibt einige Kanäle, über die man mich ja erreichen kann und ihr könnt nicht glauben, wie viele Leute mich anschreiben und fragen, was sie denn da machen können, weil das Spiel nicht richtig bei ihnen läuft. Und ich schreibe halt jedem, vielleicht einfach gucken, dass du es richtig einstellst, ein bisschen tweaken und hin und her und eben natürlich insgesamt in Richtung Tutorials schauen, was kann ich denn überhaupt wie einstellen, damit es auf meinem System gut läuft. Hier zum Ende greife ich auch nochmal geschwind die Frage vom Anfang auf, wie gut läuft CS2 bei euch? Ich kann mich nicht beschweren, mein System ist aber halt auch sehr aktuell. Ja, also ich warte nur noch darauf, dass sie eben jetzt weitere Dinge hinzufügen. Also erstmal den alten Content, den man hatte, Flying Scoutsman, der ganze Schotter. Wobei das jetzt für mich nicht so wichtig ist, aber ich denke, das kommt als nächstes. Oder es kommt irgendwie in ein paar Wochen eine Operation, wo dann wieder was komplett Neues dazukommt. Nichtsdestotrotz hofft man, also selbst ich hoffe, dass sie die alten Modi auch wieder hinzufügen. Selbst Danger Zone, komm, was soll der Scheiß, sollen sie es halt reinmachen. Ich habe es zwar nie gespielt, aber kostenloser Content ist immer gut. Achso, was ich auch noch anmerken wollte, viele, bei denen das nicht so gut läuft, tun im Moment so, als wenn es so ein Riesenskandal wäre, dass, um Gottes Willen, das muss doch überall laufen und hin und her. Also diese Meinung kann man nicht, finde ich, nicht so gut vertreten. Es ist ganz normal, dass wenn du vor 12 Jahren ein Spiel gekauft hast und es gespielt hast, dass das eben auf alten Maschinen wohl besser oder eher läuft, alleine schon von den Anforderungen her, als jetzt halt ein Spiel, das dieses Jahr erschienen ist. Klar ist Counter-Strike nicht vergleichbar mit einem AAA-Titel wie halt Battlefield oder so, da weiß jeder, uiuiui, da brauche ich wahrscheinlich einen recht guten PC, dass es geht. Aber es ist nichtsdestotrotz eine neue Engine mit ganz viel neuem Gedöns drin, allein die Smokes und sowas. Also ich denke, es sollte jedem klar gewesen sein im Vorfeld schon, vor dem Release, dass CS2 auf jeden Fall höhere Anforderungen haben wird als die alten Counter-Strike-Teile. Also wenn man bedenkt, wie uralt die Engine war, auf der eben Go gelaufen ist, ist das, finde ich, nicht verwunderlich, dass es jetzt halt nun mal einfach so ist. Man braucht jetzt bessere Hardware, wenn man wirklich mit einem uralten Kistchen spielt, dann ist es schwierig. Also bei uns in der Community ist mindestens eine Person, die sich eine neue Grafikkarte kaufen musste, damit CS2 halt gescheit läuft, weil die alte Grafikkarte halt uralt war. Irgendwann kommt nun mal der Schritt des Neukaufens von neuer Hardware, das ist halt so. Also ich bin auch Fan von möglichst lange benutzen, alles bis es kaputt geht.
Aber wenn man halt die neuesten Spiele spielen möchte, dann, ja, braucht man halt auch irgendwann wieder etwas neuere Hardware. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass ihr grundsätzlich einfach einen neuen Scheiß kaufen solltet, wenn das Spiel nicht richtig läuft. Man kann, ich denke, 80%, 85%, 90% der gesamten Probleme, die die Leute mit Lecks und sowas haben, irgendwie in den Griff kriegen, mit passenden Einstellungen und Tweaks. Und der Rest muss ich halt dann vielleicht doch mal eine neue Grafikkarte oder so anschaffen. Ganz wichtig, vergesst das aktuelle Glove-Giveaway nicht. Auf Twitch gibt es gerade diese Driver-Gloves-Convoy im Giveaway. Alles komplett kostenlos, einfach reinkommen und mit dabei sein. Link zum Stream ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr bin ich live auf Twitch. Kommt ran, Viewer Games, Giveaways und so weiter und so fort. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.